Also das waren meine Eindrücke aus Indien, aber ich bin natürlich nach Indien gefahren, um mich auch wieder mal spirituell zu kalibrieren, weil es gibt ja kein Land, wo Spiritualität mehr gelebt wird. Und zwar habe ich dort wirklich die unterschiedlichsten Weltreligionen nebeneinander friedlich gesehen und immer war irgendetwas zu hören. Und die Leute, auch ganz normale, ob es der Busfahrer war, irgendjemand, der ein vegetarisches Gericht zubereitet hat. Und ich habe mich in der gesamten Zeit dort vegetarisch ernährt, aber nicht aus Ideologie, einfach mal zu testen und ich bleibe auch dabei. Bin ich echt gut. Ja, die ruhten in sich. Ja, jetzt kann man sagen, naja, das waren jetzt nur ein paar Inder und die anderen 1,247 Milliarden hast du nicht kennengelernt. Ja, aber der Eindruck war ein unaggressiver. Auch der Straßenverkehr ist natürlich sehr wuselig und an jeder zweiten Ecke wird gehupt, aber nicht, weil ich habe recht, sondern Vorsicht. Ich habe auch Menschen gesehen, die zu fünft auf einem Motorroller waren. Ja, wo ich da hoch. Aber das ist eben nicht, ich habe recht, hier ist grün, ich halte drauf, sondern man achtet aufeinander, fährt vorsichtig. Das ist mir schon aufgefallen. Sehr freundliche Menschen, viel lächelnde Menschen, einfach toll. Kinderlieb, toll. Also ich komme wieder. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Kai Stuth, war wirklich toll. Kann ich nur empfehlen, sich dort auch mal mit Ayurveda und so zu beschäftigen. Ist wirklich eine gute Sache. Und man kommt so ein bisschen runter und stellt sich generell Fragen, die in Indien zum Alltag gehören, nämlich, was soll denn das eigentlich alles? Ja, wofür mache ich das? Und ich hatte das Gefühl, dass sehr viele Menschen, die ich getroffen habe, nicht mit ihrem Schicksal hadern, es aber auch nicht nur annehmen, sondern wissen, dass das hier ein Durchlauferhitzer ist.